Die nächste Samurai-Fraktion, die ich in diesem Video jetzt vorstellen möchte, sind die Takeda. Takeda sind die Pferdeherren unter den Samurai. Die waren historisch sehr berühmt für ihre Kavallerie, für ihre wilden Kavallerieangriffe. Und entsprechend habe ich das bei Saga auch so umgesetzt, dass die Takeda hauptsächlich über den Einsatz von Briten in Samurai funktionieren. Schauen wir uns also zuerst mal an, was die Takeda aufstellen können. Der Kriegsherr der Takeda muss immer auf einem Pferd reiten, also nicht die Option, zu Fuß zu kämpfen. So, dann Samurai zu Fuß haben die üblichen Ausrüstungsoptionen Katana, Nodachi oder Yari und dürfen im Briten sein. Die Anzahl der Samurai zu Fuß darf die Anzahl der berittenen Samurai nicht übersteigen und es muss mindestens ein Saga-Punkt für Samurai, also Veteranen, aufgewendet werden. Das heißt, es wird laut diesem Schlüssel auf jeden Fall berittene Samurai in der Armee geben. Was anderes macht sicherlich auch nicht Sinn, wenn wir uns dann gleich das Battleboard anschauen. Ansonsten dürfen unter den berittenen Samurai maximal 8 Modelle auch mit Bögen ausgerüstet sein. Ashigaru können mit Yari oder Yumi ausgerüstet sein, also Speer oder Bogen. Die Rekruten ebenfalls Yari oder Yumi und mit dem Yari haben wir dann wieder die etwas besser kämpfenden Ashigaru-Rekruten mit Rüstung 4 und einer Attacke pro 2 Modellen statt pro 3. Und die Hatamoto, genauso wie bei den generischen Samurai, die gleichen Regeln. So, werfen wir also jetzt einen Blick auf den Schlachtplan. Die Takeda waren eins der ersten Völker, die ich überhaupt gemacht habe, also das allererste Samurai-Battleboard, und dementsprechend ist da auch am meisten Änderungen passiert seit Beginn. Also ich habe da immer wieder dran geschliffen, bis es mir absolut perfekt gefallen hat, und ich finde das Board jetzt auch wirklich absolut stimmig und ja, wie sich die Takeda spielen, das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. So, schauen wir uns mal kurz das Board an. Auf der linken Seite die üblichen Aktivierungen, den tauschende 6 gegen 2 neue Saga-Würfel und Bushido als Battlepool für Zusatzwürfel. Hier also nichts Besonderes. Die erste Fähigkeit Sentoren Noizu, die Einheit der L2 zusätzliche Angriffswürfel. Du kannst wählen, bis zu 2 zusätzliche Ermüdungsmarken in Schritt 7 des Nahkampfes zu erhalten. Für jede zusätzliche Ermüdungsmarke erhält die Einheit 2 weitere Attacken. Das heißt, hier eine Fähigkeit, mit der man sehr viel Attackewürfel generieren kann, gleichzeitig aber auch mehr Ermüdung. Ermüdung ist so ein Thema, ich wollte, dass die Takeda auf jeden Fall sehr, sehr offensiv sind, sehr hart zuschlagen können, aber eine Schwäche soll dann auf jeden Fall auch sein, dass sie selbst Ermüdung gar nicht so gut abbauen können. So, still wie der Wald ist exakt die Fähigkeit vom Angloden-Board, das heißt, man kann 3 verschiedenen Einheiten auf dem Tisch Ermüdungsmarken geben. Vernichtend wie das Feuer, aktiviere eine berittene Samurai-Einheit. Wenn diese Einheit einen Gegner im Nahkampf angreift, erhält dieser sofort eine Ermüdungsmarke. Hier also 2 Fähigkeiten, um dem Gegner Ermüdung zu geben, was so ein bisschen auch diesen wilden Angriff und die Furcht davor symbolisieren soll. Nächste Fähigkeit, unverrückbar wie der Berg. Nur von Fußtruppen mit Yari verwendbar, erhöht die Rüstung der Einheit im Nahkampf um 1. Bei einer 6 erhält die Einheit 2 zusätzliche Verteidigungswürfel. Hier also wieder eine Fähigkeit speziell für Fußtruppen mit bestimmter Ausrüstung, wie wir das auch schon bei den generischen Samurai haben.
Und ja, eigentlich mit einer der wenigen Fähigkeiten, die von Fußtruppen verwendet werden können. Hier, das heißt, ein harter Kern aus Speerträgern neben den ganzen Reitern kann durchaus Sinn machen. Schnell wie der Wind, Aktivierungsfähigkeit, aktiviere eine Briteneinheit Samurai. Die Bewegung dieser Einheit erhöht sich um K, also 4 Zoll, und sie darf sich ungehindert durch andere und eigene Modelle und Einheiten durchbewegen. Die Fähigkeit ist sicherlich bekannt, auch vom Normannenbord. Finde ich super passend auch hier, weil man eben dadurch so lustige Sachen machen kann, wie eine Speerwand aufzustellen. Hier mit der Verteidigungsfähigkeit kann ich dann eben einen Angriff abfangen und hinten dran steht dann schon die nächste Kavallerieeinheit bereit, um durch die Speerträger durchzupreschen und einen Gegenangriff zu starten. Die Namen dieser Fähigkeiten hier waren übrigens auch ein Motto oder ein Motto der Takeda, was auch auf den Bannern, auf den Kriegsbannern geschrieben war. So. Die nächste Fähigkeit, Arashi. Nahkampfreaktion, nur für berittene Samurai, die einen Nahkampf eingeleitet haben. Würfe für jedes deiner Modelle in direktem Kontakt mit einem gegnerischen Modell. Addiere für jedes Wurfergebnis von 4 oder mehr einen Treffer in Schritt 4 des Nahkampfes. Das ist im Prinzip eine Fähigkeit, die die Stoßlanze symbolisieren soll, also den Effekt, wenn eben die Reiter in den mit angelegtem Yari in den Gegner preschen. Eine Fähigkeit, wie sie nur die Takeda haben, die anderen Samurai-Völker haben sowas im direkten Vergleich nicht. Erhöht eben nochmal zusätzlich die Kampfkraft von berittenen Samurai hier. Sandar, aktiviere bis zu 2 berittene Einheiten für eine Bewegung. Diese dürfen sich M-weit bewegen, ohne einen Nahkampf einzuleiten. Dies kann auch innerhalb von K um einen Gegner verwendet werden, wenn sich diese Einheit in der Runde bereits bewegt hat. Diese Aktivierung generiert keine Ermüdung. Zu der Fähigkeit muss ich vielleicht was erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Zum einen dient die Fähigkeit dazu, als billige Aktivierung 2 Einheiten überhaupt zu bewegen. Das heißt, ich kann mit einem Würfel 2 Einheiten vormarschieren lassen, zum Beispiel im Verbund mit der Infanterie, bewegt sich M weit. Wunderbare Fähigkeit und spart mir hier an der Stelle Würfel ein. Zum anderen ist diese Fähigkeit aber auch super dazu geeignet, damit sich eine Einheit nach einem Nahkampf wieder zurückziehen kann. Denn typischerweise, wenn ich eine Zieleinheit angreife und vernichte die nicht, dann zieht die sich K weit zurück. Und wenn ich meine Einheit nochmal aktivieren wollen würde, müsste ich wieder mit der gegnerischen Einheit in den Angriff gehen. Denn bei jeder Bewegung nach der ersten muss ich das nächststehende Ziel angreifen, wenn es sich innerhalb von 4 Zoll zu mir befindet. Und mit dieser Fähigkeit ist es eben möglich, gezielt den Gegner anzugreifen und danach eine Bewegung zu machen, die mich wieder außerhalb von diesen 4 Zoll bringt vom Gegner. Und danach kann ich mich dann weiter ganz normal aktivieren, um nochmal L weit wegzureiten, um praktisch wieder komplett aus der Reichweite des Gegners draußen zu sein. Und das kann ich mit bis zu 2 Einheiten machen. Also diese Fähigkeit super wichtig für die Mechanik von dem Battleboard, weil die Takeda so ein bisschen wie ja, eine Glaskanone funktionieren. Also schnell in den Gegner rein, hart zuschlagen und dann aber am besten wieder weg, denn Verteidigungsfähigkeiten haben wir mit der Reiterei eben keine. Die sind besonders hart im Zuschlagen, sind sehr wenige, weil es eben Veteranen sind und sollten sich dann eben schnellstmöglich zurückziehen und müssen sich dann auch erstmal langsam über mehrere Runden
wieder erholen. Denn mit dieser Fähigkeit komme ich natürlich erstmal aus dem Nahkampfbereich wieder raus, habe dann aber noch diese eine Ermüdungsmarke vom Nahkampf liegen. Und wenn ich mich dann weiter wegbewege, weil ich aus der Schuss- und Angriffsreichweite des Gegners raus will, dann kommen ja weitere Ermüdungsmarken hinzu durch die weiteren Aktivierungen. So, die nächste Fähigkeit ist wieder vom Normannenboard, die Verfolgung. Wenn eine gegnerische Einheit am Ende des Nahkampfes sich zurückzieht, aktiviere sofort diese berittene Einheit in diesem Nahkampf und führe wieder eine Bewegung durch, die keine Ermüdung verursacht. Also hier auch wieder direkt eine Fähigkeit, die offensiv ist, die Nachrücken bedeutet. Das heißt, ich kann, wenn ich es drauf anlege, mich mit einer Einheit wirklich durch den Gegner durchmetzeln. Da hilft auch die nächste Fähigkeit hier, Zanshin, entferne sofort eine Ermüdungsmarke von einer beliebigen deiner Einheiten an diesem Nahkampf. Erhalte einen Angriffswürfel. Also hier Frick-Fähigkeit vom Wikingerboard. Wichtig auch hier ist zu wissen, Zanshin funktioniert wie auch Frick nur, wenn ich selbst angreife. Denn wenn ich, oder in den meisten Fällen zumindest, denn ich spiele als Angreifer zuerst meine Saga-Fähigkeiten aus, kann dann die Ermüdungsmarke wegnehmen. Wenn mich der Gegner angreift, hat er zuerst die Möglichkeit, Saga-Fähigkeiten zu spielen und meine Ermüdungsmarke wegzunehmen, um meine Rüstung zu senken oder seine zu erhöhen. Das heißt, wenn ich danach keine Marken mehr übrig habe, kann ich auch die Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Und letztendlich ist ja der Sinn der Fähigkeit, dass ich eben meine Ermüdung wegnehme, damit der Gegner mich nicht schwächen kann. Das heißt, auch hier, das Ganze funktioniert eigentlich bei den Takeda auch in der Regel nur im Angriff. In der Verteidigung haben die Takeda nichts, wo sie Ermüdungsmarken wegnehmen können, und auch außerhalb von Nahkämpfen können sie keine Ermüdungsmarken wegnehmen. Sie können eben nur diese paar Aktivierungen machen, die keine Ermüdung bedeuten, beziehungsweise dann im Nahkampf auch wieder eine Ermüdung wegnehmen. Das Ganze geht also vor allem nach vorne. Und wenn praktisch dieser Vorwärts, dieser Vorwärtssturm aufgebraucht ist, dauert es erstmal eine Weile, bis man seine Truppen auch wieder erholt hat. Kensei ist die letzte Fähigkeit, die betrifft wieder nur den Kriegsherrn. Und dieser verursacht in Schritt 4 des Nahkampfs keine Attacken, sondern verursacht automatisch 4 Treffer gegen jede gegnerische Einheit im Nahkampf. Hier also auch wieder eine sehr heroische Fähigkeit, sehr nützlich, die ich eben, wichtig an der Stelle auch, ich kann in Schritt 1 des Nahkampfes, generiere ich ja noch Würfel und kann davon durchaus welche aufgeben, um mir Verteidigungswürfel zu generieren. Das heißt, ich gebe die Hälfte meiner Angriffswürfel auf, um 2 Verteidigungswürfel zu bekommen. Und danach spiele ich diese Fähigkeit und habe dann generiere automatisch diese 4 Treffer beim Gegner und habe zusätzlich noch meine Verteidigungswürfe. So viel zu den Takeda hier. Wie gesagt, der Fokus beim Designprozess hier war für mich eindeutig, die müssen schnell sein, die müssen hart zuschlagen und sind aber in der Defensive schlecht, zumindest mit der Reiterei. Dafür kann man dann eben noch die Infanterie mit reinnehmen, so als Verteidigungsblock. Und dann ist es eben die Kunst, sehr offensiv vorzugehen und dem Gegner möglichst viel Schaden mit der Reiterei zu machen, ehe diese sich praktisch aufbraucht durch die wenigen Modelle, die sie hat, und durch die Ermüdung, die sie dann auch generiert, was die Einheiten dann wieder schwächt. So viel zu den Takeda. Demnächst geht es dann weiter.